Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und es gab ein neues Update für Dragon Ball Legends. Und zwar sind wir jetzt bei 1.9.0. Es kamen wirklich sehr coole Sachen hinzu. Unter anderem neue Charaktere, neues Banner. Ihr seht schon, Super Saiyan Trunks und Vegeta. Aber auch die Chance, zwei garantierte Sparking Units zu bekommen aus dem neuen Banner. Wie das Ganze funktioniert, werden wir natürlich jetzt abhaken. Dementsprechend gibt es alle Infos und Details zum neuen Update. Und zwar gab es wie immer ein paar Probleme. Könnt ihr euch mal gerne ansehen. Oder eine Problemprüfung, was da am Problem herausgestellt hat, was sie da machen werden. Könnt ihr gerne mal durchlesen, was da so abgeht. Und dann werden wir gleich mal rüberspringen zu dem Versionsupdate, was da neu hinzukam. Und zwar haben wir hier Folgendes. Wie gesagt, Version ist jetzt nun 1.9.0. Und im Menü kann man jetzt unter Sonstigen schauen, was man beschworen hat. Also quasi in Summon History. Beschwörungsverlauf. Wenn ihr auf Menü geht unter Sonstige, dann könnt ihr sehen, was ihr gesummt hat da. Wie bei Dokkan eben, die Summon History, wie wir die da kennen. Ja, auf jeden Fall interessant zu sehen, so eine Summon History, oder? Kann auf jeden Fall mal zeigen, was für ein Chef da man gepult hat. So ist es zumindest bei mir. Anyways. Auf dem Charakter- oder Gruppenbildschirm kann man jetzt die Gruppendetails ansehen. Alles klar, an der Stelle. Sehr interessant. Das Matching für Online-Kämpfe verläuft jetzt schneller und viel wichtiger ist, es wird ein Gegner ähnlicher Stärke ausgewählt. Da bin ich echt drauf gespannt, ob es so sein wird. Weil es habe immer Probleme mit dem PvP-System, dass man zu schwere Gegner bekomme oder zu leichte oder viele Bots und so fort. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das Ganze gefixt hat. Bin ich echt drauf gespannt. Gewisse Icons haben sich verändert, also nur das Icon selbst, ansonsten nicht viel. Und dann gab es hier noch weitere Fehler, die behoben wurden. Könnt ihr euch mal gerne ansehen, was genau da war. Und da einen Blick drauf werfen. Noch eine kurze Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen, aber die auch nicht in den Ingame-News stand, trotzdem online ist, nämlich Kapitel 4 im Story-Event wurde hinzugefügt. Kapitel 4 auf schwer natürlich, heißt für euch sind das neue Zeitkristalle, die ihr euch an der Stelle auch erfarmen könnt. Genau, so, und zwar, dann kam ein neuer Scout-Kampf hinzu, Scout-Kampf zu PyCon. Ihr könnt ja die Scout-Kämpfe jeden Tag 5-mal machen, könnt immer gerne reinhoppen und die Siegkräfte von Hero PyCon farmen, sofern ihr das Ganze wollt, ist wie gesagt online. Und ein neues Story-Event kam online, nämlich zu Freezer, Freezers Ankunft. Da spielen wir quasi die Namek-Saga durch, also die Original-Story. Und zwar können wir da unter anderem Extreme Freezer uns erfarmen. Aber viel interessanter, wichtiger vielleicht, limitierte Event-Ausrüstungen. Es gibt neue Ausrüstungen an der Stelle, könnt ihr euch mal gerne ansehen, was sie genau machen. Interessant, bei den Ausrüstungen sind dann natürlich hier die neuen Gold-Ausrüstungen, die wir hier an der Stelle haben. Und zwar, wenn wir ein bisschen runter scrollen hier. Freezer und Super Saiyan Goku an der Stelle. Ja, diesen Goku hatten wir schon, wenn mich alles täuscht. Aber Freezer kam neu hinzu mit einem Bärs Fernangriff auf Platz 1. Bis zu 15%, sehr solid auf jeden Fall. Und bei Karot auf Platz 1 bis zu 15%. Genau. So viel dazu. Und zwar hoppen wir jetzt mal rüber zu der neuen Kampagne, bei dem ihr euch bis zu 2 Sparking Charaktere Free-to-Play holen könnt. Garantiert euch holen könnt. Und zwar, wie läuft das ab? Ihr kennt ja die Daily-Mission, man hat ja tägliche Mission bei Dragon Ball Legends. Wenn ihr sie jetzt in den Zeitraum von heute bis zum 18.07. macht, bekommt ihr jeden Tag ein Ticket. Ein Ticket für das neueste Banner. Das Banner werden wir gleich ansehen. In diesem Banner sind die neuen Charaktere Super Saiyan Trunks und Super Saiyan Vegeta. Okay, wenn wir euch mal hier ansehen. Ja, tägliche Mission von heute ist, wenn ihr das macht, Zeitkristalle erfahren und so weiter und so fort. Wir hoppen mal gleich rüber in die Missionsselektion, da sieht es besser aus. Bekommen wir aber hier was Neues. Hilfsticket für Ultra-Beschwörung Nummer 2, ein Stück. Wie gesagt, wir bekommen bis zu 14 Stück während dem ganzen Zeitraum. Und wenn man 7 Stück gesammelt hat, kann man ein Single-Sum raushauen. 7 Tickets sind ein Single-Summon. Und mit diesem ein Single-Sum habt ihr garantiert einen dieser Sparking-Units, die hier gelistet sind. Gohan, Super Saiyan Vegeta, Super Saiyan Trunks, Super Saiyan Goku oder Pan. Finde ich geil. Das waren 5, by the way. finde ich geil an der Stelle. Heißt, 2 Sparking Units garantiert über die nächsten 14 Tage. Ihr könnt jeden Tag euch ein Ticket erfarmen. Da oben steht es auch dran, Sparking garantiert bei Tickets 7 Mal. Wenn ihr, wie gesagt, ich wiederhole mich, wenn ihr 7 Tickets von den Daily Tickets euch holt, könnt ihr ein Single Sum raushauen. Wir bekommen insgesamt 14 Stück. Während das 2 Single Sum, 2 garantierte Sparking Units. Wir werden uns die Charaktere gleich genauer ansehen. Ich will euch noch ganz kurz zeigen, die Missionen. Und zwar muss ich ganz kurz mein Device wechseln, weil auf dem anderen Account hatte ich noch die Anfängermission, also konnte ich die Daily-Mission nicht zeigen. Aber hier, wegen dem Ticket jetzt, wenn ihr zu den Missionen geht und dann auf tägliche Missionen, auf die Daily-Missions, sofern das Ganze sich gleich hier lädt. Und zwar hier seht ihr dran, täglich. Wenn ihr die tägliche Mission macht, jeden Tag. Kennt ihr, das sind die Standardmissionen, einmal Story abschließen, dreimal Online-Kampf kämpfen, Rising Rush und so weiter und so fort. Das sind natürlich jeden Tag andere Daily-Missionen, die könnt ihr aus der Liste, aus der News sehen, welche kommen werden. Aber das Wichtige hier ist, wenn ihr dann alle Missionen geschafft habt, bekommt ihr hier zusätzlich eines dieser Hilfstickets für Ultra-Beschwörung Nummer 2. Und
Im Austausch von 7 dieser Tickets, wie es hier dran steht, können wir einen garantierten Sparking Unit uns beschwören. Und wie gesagt, wir bekommen über die ganze Kampagne 14 Tickets, also 2 garantierte Units an der Stelle, die ihr euch da beschwören könnt. Also macht auf jeden Fall die Daily Missionen, Freunde. Macht sie auf jeden Fall. Sie sind echt nicht schwer. Ihr könnt schon mal vorausschauen, welche für die nächsten 7 Tage hier angesetzt sind. Und euch schon mal quasi darauf vorbereiten müsst ihr nicht, weil Hand aufs Herz, sie sind echt leicht. Also sie sind wirklich gut zu bewältigen. Genau, dann gab es ein neues, beziehungsweise im Shop kam ein neues Angebot hinzu mit einem Vegeta. Könnt ihr euch mal gerne abchecken an der Stelle. Bekommt ihr 600 Siegkraft und 1100 Zeitkristalle für 28 Euro, wenn mich alles täuscht. Und dann gibt es auch ein quasi neues Training-Items. Hier steht dran, also ihr müsst es auch kaufen hier an der Stelle. Dazu gibt es 10-mal das Training-Item, 10-fach Schwerkraftvorrichtung, Brennstoff. Trainierst du mit einer Kiste mit Milchflaschen, also gibt es quasi dazu, wenn du sie dazu gibst, zu diesen Brennstoff, erhöht sich das Level eines Sparken-Charakters von 300 sofort auf 363. Was? 360 Level? Ja, finde ich eigentlich nicht so atemberaubend. Ist schon viel, also ist schon viel eigentlich fürs Training, aber ich mache da lieber die Cyberman-Stages, um ehrlich zu sein. Gut, dann kommen wir zum letzten für heute, nämlich zum neuen Banner selbst. Das Banner ist online und geht bis zum 1. August, 4 Uhr morgens unserer Zeit. Neuen Charakter haben wir an der Stelle, Super Saiyajin Vegeta. Super Saiyan Vegeta ist vom roten Typus, roten Element. Er ist ein Verteidigungstyp, ein Tank an der Stelle. Spezialattacke ist Big Bang Attack, macht enorm Explosionsschaden und der Gegner leidet 15% mehr Schaden von Schlagangriffen für 15 Sekunden. Seine Hauptfähigkeit ist pure Bosheit. Kosten für seine Schlagangriffe gehen um 15 runter an der Stelle für 10 Sekunden. Und die Superattacke ist Ki-Freigabe Leben, regeneriert 15% eigene Lebensenergie und heilt Statusänderungen. Okay, die Superattacke an der Stelle ist nice. Superattack jetzt, by the way, die grüne Karte, falls ihr euch wundert. Sie-Fähigkeit an der Stelle ist, er gibt im Kampf Basis, Schlagangriff und Verteidigung von Element Rot 24% ab auf Sie-Fähigkeit 3. Ich bin nicht so der Fan davon. Ich bin eher lieber Fan, wenn Sie-Abilities Tags geben und nicht Elementen. Aber ich denke, mit dem neuen Banner, wenn wir uns gleich ansehen, was da drin ist, könnte man eventuell eine neue Schiene spielen an Team. Schauen wir uns gleich an, was ich da denke. Und ja, seine einzigartige Fähigkeit ist Schlagangriff ab. Nach Kampfbeginn bekommt er für 20 Sekunden Schlagschaden 20% drauf. Also, er ist zwar ein Tank, aber man merkt, er geht auch auf physische Angriffe, auf Schlagangriffe. Dazu gibt es natürlich meinen Sohn an der Stelle, Super Saiyan Trunks Erwachsen. Ist auch ein Tank an der Stelle, auch vom Element Rot. Seine Attacke, Brandattacke, fügt enorm Schaden zu und hat eine Ki-Regeneration für 15% für 10 Sekunden. Ist echt solide. Hauptfähigkeit als nächster finale Angriff, Künstlerkarte, wir ziehen eine andere Ulti, ist blitzender Hieb an der Stelle. Und Superattacke ist dann, Schlag und Fernschlag gehen um 20% hoch, sehr cool. Und Sie-Fähigkeit von ihm finde ich hier an der Stelle, persönlich finde ich das geiler, wenn es ein Tag ist. Basis-Fernangriff von Halb-Sergeants gehen um 24% ab bei Sie-Fähigkeit 3. Genau, seine einzigartige Fähigkeit ist, gegen die Freeze-Armee macht er 20% mehr Schaden und erlittener Schaden bekommt er weniger bei Deckungswechsel. Ist dann 40% gesetzt und nach Effektende sind zugefügter Schaden 10% ab und eigene Wartezeit verlängert sich um 3. Alles klar. Da kamen noch neue Extreme-Units hinzu, Cyborg 19, könnt ihr euch an der Stelle auch mal gerne ansehen, was der Dude so drauf hat, und Cyborg 20, sowohl auch Trunks Erwachsen, echt solide, Unterstützertypen, Supporter vom Physisch-Type, also vom Element Gelb. An der Stelle, wenn wir uns mal kurz das Banner ansehen, ich wünsche euch natürlich sehr, sehr viel Erfolg beim Summon. Ich selbst werde auch summon die Tage, ich werde noch ein bisschen Zeitkristalle mir erfarmen und dann dort summon. Mein Daily Summon habe ich auch schon gemacht, leider nicht gezogen. Aber das Banner selbst, wir haben hier weitere 5 Sparking-Charaktere. Es sind Ultra-Dimensionsbeschwörungen, wir haben hier Trunks, wir haben uns gerade angesehen, den Boy. Sie haben auch quasi einen neuen Tag, beziehungsweise Vegeta-Family-Tag ist auch dabei, Halb-Saiyan und Super-Saiyan. Und zwar... mir geht das Artwork auch nett. Trunks, das wäre echt geil. Das sind nur Units quasi, die sind mit dabei, mit am Start, haben wir uns angesehen. Und welche Sparken-Units sind hier? Wir können es ja auch mal aus dem Bild sehen. Wir haben hier an der Stelle echt... Ich glaube, die Sparken-Units wurden bewusst so gewählt. Wir haben hier Trunks Super Saiyan, Super Saiyan Vegeta, Super Saiyan Goku, 3 Element Rot. Ja, Element Rot merkt euch schon mal wegen Vegeta an der Stelle, weil er gibt ja durch seine 7-Fähigkeit Element Roten Boost. Wir haben dann Pan und Gohan als Sparken-Units. 5 Sparken-Units. Warum? Falls ihr es gemerkt habt, es sind Super Saiyajins, Saiyajins und Halb-Saiyajins. Pan ist eine Supporterin. Problem an Pan ist, sie ist, glaube ich, Supporterin für... War sie für Girls? Ja, weiblicher Kämpfer. Okay, Pan an der Stelle. Okay, Pan ist zwar drin, weil sie ein Halb-Saiyajin ist, aber vielleicht in einem Team-Setup würde man es vielleicht nicht wirklich spielen. Das Geile ist, worauf ich hinaus will, ist, wir haben hier Super Saiyajin Hybrid Saints.
Super Saiyan Hybrid Saiyan Team. Ich glaube, das ist am kommen. Ich selbst habe es noch nicht getestet, aber wenn ihr euch überlegt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Trunks in den Kampf schickt, Vegeta und Goku, sind zwar alle von Element Rot, aber wenn ihr sie boostet durch andere Charaktere auf der Bank, die Hybrid Saiyan Boost geben, zum Beispiel dieser Gohan, hier gibt einen Hybrid Saiyan wirklich guten Boost an der Stelle, oder ich schicke diesen Gohan in den Kampf und Trunks gibt ihm seine Siehfähigkeit. Halbseitig 14% Maximalleben und so und so fort. Also im Endeffekt, wegen den Kampfschick habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, wie das Team aussieht, wie gesagt. Aber ich denke so, Saiyajin oder Super Saiyajin schräglich Halbseitig Team, denke ich, werden jetzt viele probieren in der Meta. Bin ich auch auf jeden Fall gespannt drauf. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall die Tage summen. Das ist Ultradimensionsbeschwörung Nummer 2 Banner, welches online ist. Ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Spaß und gute Puls. Wir werden die Tage auch zusammen, wie gesagt. Bis dahin hoffe ich, ich konnte euch die Informationen rüberbringen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.